Hallo, wir sind hier noch mal. Da ist so ein Kerl da vorne. Das ist egal, der fliegt ganz früh wieder nach hinten. Da zu Trulli. Es ist sicher etwas ganz Besonderes, wenn Und du dich Senna. vor deinem eigenen Publikum Und ansiehst. Senna. Ja. Lass dich von Nicht der wahr, Prost? Atmosphäre tragen. Lass dich von der Atmosphäre tragen. Das werden wir machen. Ja. Start. Verkackt. Übrigens. Hallo Vettel. Tschüss Vettel. Das kann nur knapp gewesen sein. Was denn? So wie du die Kurve angefahren bist, kann das nur knapp gewesen sein, wenn man weiß, dass Vettel direkt neben einem ist. Ja, gut, ne? Vettel ist ein bisschen hinter mir. 13 Runden insgesamt. Ja. Ah ja, Decoy, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Was muss ich erreichen, um... Puh, ganz schwer, du musst ins Ziel kommen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich ende, glaube ich, so wie in Monte Carlo. Und du Wie musst einen gesagt, Hecki. Boxenstopp. Und du musst einen Boxenstopp machen. Ja. Ja. Aber da ist klar. Sei froh, dass Hecki Kovalainen kein guter Rennfahrer war. War ich zu Beginn auch nicht. Übrigens, Hecki Kovalainen. Ah. Hallo Vettel, du Ich hätte klebst mir ein noch bisschen am ich hätte Arsch. noch einen, Bernoldi. Oh ja. Und wenn wir schon bei den Luca Badoer. Der war richtig gut im Ferrari. Ich habe noch nie einen Ferrari ganz hinten gesehen, aber er hat's geschafft. Bin stolz auf ihn. Luciano Botti. Ja, der Burti. Der Schumacher abgeschossen hat in Deutschland, ja. Ja. Ach, Anthony Davidson, da gibt's ja auch noch. Und dann natürlich D'Ambrosio. Ide. Markus Winkelhock. Obwohl es geschafft hat, mal ein Rennen anzuführen. Sein einziges. Musst du mal schaffen, ein Rennen dabei zu sein, direkt zu führen und mit einem Spiker einen Ferrari zu überholen. Nicht Und nur das. so schlau zu denken, dass man als einziges Auto im gesamten Feld von Anfang an mit Regenreifen fährt. Nicht nur das, er hält einen sehr witzigen Rekord. Er ist der Einzige, der in einem Rennen als Letzter und als Erster gestartet ist. Also! Ah! Und das als DTM-Fahrer. Hat's wenigstens geregnet? Ja. Ja, komplett. Was denkst du, warum der Erste geworden ist? Die haben den Deswegen nicht wurde das alle. Rennen auch kurzzeitig abgebrochen. Die haben die nicht alle vorbeigelassen. Nürburgring 2007. Ja, komm, erstes Rennen. Komm, fahr mal vorbei. Ja, komm. Ja, wir holen dich eh wieder. Was für ein Quatsch. Hätten die Der das nicht mit Robert mir machen können? Dornbus. Das wäre viel netter gewesen. Oh, ich sehe gerade das 2006er Fahrerfeld. Da sind ja im unteren Dings nur schlechte Fahrer. Robert Dornbus, Thiago Gott. Montero, Christian Albers, Scott Speed, Yuji Ide, Frank Montagny, Sakun Yamamoto. Was ist denn Ja. das? Das Treffen der schlechten Fahrer? Trulli ist Gott. 21er. Er hat Albers erst war, glaube ich, damals der Erste, der es geschafft hat, den Tankhahn mitzunehmen. Weil man noch nachtanken konnte. Und der fährt einfach zu früh los. Und der Tankschlauch ist noch drin. Und er reißt mit dem Schlauch fast die gesamte Box mit. Danach hat es nur noch Massa bei Ferrari geschafft. Felipe, Baby. Und In Singapur. Alguersuari hat es mal geschafft, in die falsche Box zu fahren. Was? Zur falschen Boxencrew. Also ist er in die Boxencrew Moment. von Red Bull gefahren. Moment. Vettel, habe ich ja gerade richtig gesehen, dass Vettel und Hamilton in die Box gegangen sind. Ja. Nach der dritten Runde.
Ja. Okay. Oder regnet. Baby, du bist Vierter. Oder regnet's irgendwo? Ja, siehst du doch. Also ich sehe zwar keinen Regen, aber das kann man doch nicht übersehen. Doch. Ja, hast recht. Also bei dir würde ich das glauben. Ah, da hinten. Übrigens, Antonio Pizzonia. Ja, Pizzonia war. Pizzonia, der ist damals für Ralf Schumacher gestartet. Nicht nur das, auch für Nick Heidfeld für 2005. Ja, aber wird dir aufgefallen, ist er erst, nachdem er Ralf ersetzt hat, nach seinem in Indianapolis 2004. Boah, mit 300. Patrick Friesacher! Der Ösi, der nie was gerissen hat. Christian Klien. Ja. Der kam auch nur in der Formel 1 wegen Red Bull. Mhm. In die Box. Zählt Mark Jenny auch als schlechter Fahrer? Ja. Okay. Wie gesagt, ich kenne da noch einen. Panis! Der hat mal ein Rennen gewonnen, Mann. Panis! Also wenn Trulli kein schlechter Fahrer ist, dann ist Panis auch kein schlechter Fahrer. Panis ist immer noch eine fette Sau. Und Trulli ist Elfter. Glock war auch gut. Erstmal ja. Glock abtreiben. Giorgio Pantano. Hallo Trulli. Jordan. Tschüss Trulli. Ja. Gian Maria. Senna! Zur Hölle, Gian Maria Bruni. Zolt Baumgärtner. Ach Gott, die waren Minardi. Verdammt, ja. Baumgarten hat sogar einen Punkt geholt. Ja, da war 2003 sogar noch ein Jordan, hat er Furman für ein Rennen ersetzt. Übrigens war Furman. Ja, der war Brasil. Furman erkenne ich, glaube ich, nur wegen Brasilien 2003. Ja. Wo er hat auch nicht getan. Wo Alonso so schön abgeflogen ist. Hat's den da zersäbelt, Alter. Ja, Nicolas Chiesa, das ist auch so ein richtig schlechter Fahrer. Es gibt viele schlechte Fahrer. Jos Verstappen. Jos Verstappen. Das war nicht seine Schuld. Nee, Jos Verstappen ist super. Ich meine, Entschuldigung, wer den Feuerball aus der Boxengasse überleben kann, da geht Patricks Rennen flöten. Ja, aber der hat in einem ziemlich guten Wagen kaum Leistung gebracht. Guck mal, wer führt! Algesuari! Und ach du Scheiße. Gleich führt auch noch Bulimie. Hallo Vettel, hallo. Warum ist Glock vor Vettel? Boxengasse. Nee. Stop. Natürlich, Boxenstopp. Vettel war in der dritten Runde. Ja, aber Glock war die ganze Zeit nicht. Glock muss noch. Glock muss noch oder war gerade? Ja, der kam halt vor Vettel raus. Ja, muss noch. Muss noch. Hallo Hamilton, tschüss Hamilton. Und ich bekomme keine Strafe. Das ist unfassbar. Warum ist Senna Dritter, Mann? Warum ist Alguersuari Erster? Tja, das musst du gerade fragen, Prost. Ja, ich würde aber gerne mal wissen, wer Platz 2 ist. Warum bin ich jetzt Prost? Chantok. Das wäre so lustig. Warum bin ich jetzt auf einmal Prost? Du bist die ganze Zeit Prost. Warum? Nur weil ich Senna... Battle? Ja, deswegen nenne ich dich Prost. Weil ihr die Großsender für Arme seid. Na hey, besser als Hill. Hill war nur für 2 Saisons zu nützlich. Ja. Die eine, die er gewonnen hat und die eine, wo er verloren hat. Oh, Senna in die Box. Die ewige Null. Liuzzi. Ha. Liuzzi war... Zweiter. Ja. Ist jetzt Erster. Nee. Doch. Ich werde bekommen. Oh, warte mal, wie heißt der Kerl? Liuzzi ist einfach Zweiter. Nee, Erster. Erster, aber Zweiter gewesen. Rosberg ist Dritter, Alonso Vierter. Geiles Rennen!
Das ist das Rennen von Deutschland. Da darf jeder mal ran. Ja, Kurven. Naja. Ich sollte mal lernen, die Kurven zu nehmen. Ich kann es einfach nicht. Ich habe auch keine Tipps und Tricks gefunden, Mann. Finde ich richtig kacke. Keiner Nicole, will wen suchst du gerade? Marco Apicella. Der Fahrer mit der kürzesten Formel 1 Karriere. Der ist nur 300 noch was Meter gefahren mit seinem Jordan, dann ist er rausgeflogen. Danach ist er nie wieder in der Formel 1 Wagen gestiegen. Im Training? Das ganze Wochenende. Leute, ich werde Erster! Moment. Der ist das ganze Wochenende nur 300 Meter gefahren. Das Rennen. Ah, okay. Für den Rekord wurden nur die Rennen genommen, von daher. Trulli Letzter. Aber hey, es ist doch mal so, das ganze Feld im Lotus-Sandwich. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Ja. Aber Trulli, was kannst du eigentlich, Mann? Bist du alt? Verpiss dich! Ich will dich nicht! Ich hab dich schon. Können wir bitte wieder zu 2004 und 2005 gehen, wo Trulli noch halbwegs guter Fahrer war? Da war er auch bei Renault. Ja. Ich hatte Alonso als Teampartner. Das waren noch gute Zeiten. Oder als Alonso noch schlecht war, Minardi. Ach ja. Und 2001, wo Raikön debütiert ist. Raikön blauen Overall sieht hässlich aus. Sieht voll aus wie ein Milchbubi. Der Milchbubi. Der Milchbubi Iceman. Yeah. Der Milcheisbubi. So nenne ich jetzt 2001 Raikön, Milcheisbubi. Was machen die denn da hinten? Da hat sich irgendeiner gedreht. Ja, passiert. Krummkuschel machen die, oder? Wobei, Frenzen war auch kein guter Fahrer. Auch wenn er 3 Rennen oder so gewonnen hat. Ja. Hat er jetzt eigentlich schon geheiratet? Ja. Ja. Hat er? Ja, Heinz. Heinz Harald. Ich sag übrigens immer zu Heinz Harald Frenzen, Heinz heiratet Frenzen. Deswegen habe ich ja gefragt, hat er schon geheiratet? Konnte ich mir irgendwie nie abgewöhnen. Dico, ich warte immer noch, bis deine Brasilien-Formel 1 Renault ist. Ich will das Max zeigen, Mann! Ich will, dass er sieht, was am Ende passiert ist! Das war einfach eine Total Elimination! Und das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Gesagt. Gott sei Dank. Nur weil sich Raikön und Montoya wieder abgeschossen haben. Alter, wie hat es bitte Raikön geschafft, in der Box seitlich zu stehen? Der stand in der Box seitlich und dann kommt Montoya, haut Raikön nach oben, er fliegt einfach und dann backt er sich einfach vor ihn. Oder, das ist ein tolles Spiel. Oder als, jawoll! Oder als Raikön einfach jeden am Ziel in der letzten Runde einfach umgehauen hat. Er hat einfach jeden umgehauen. Naja, er hat nur Montoya umgehauen, Panis. Und? Kult hat berührt. Das war's. Ja, und Alonso, oder wer es war, hatte nochmal Glück. Button. Die heißen halt irgendwie Alonso, Button, Shantong. Ist doch egal, ist doch immer der gleiche. Ja, man sieht's halt nicht. Aus dem Jahr ist es voll verwirrend, wenn man das ja nicht kennt. Schuld ist nur der fette Panis. Ja, das war. Das ist leider wahr. Ich führe ein neues Sprichwort ein. Alle Wege führen nach Paris. Ja, aber Max, du kannst dir jetzt so vorstellen, Raikön wurde vom ersten umgehauen, also Paris. Will dann zurück. Nein, Paris hat einen Motorschaden. Er stand auf der Rennstrecke. Ja, und dann wurde er halt weggehauen. Dann will er wieder auf die Strecke, haut einen weiteren um. Mhm. Und ja, dann war es Raikön, der den letzten nochmal von der Seite weggefahren hat. Ja. Yeah. Und dann hat der Button halt Glück. Ja. Nein. Der dachte sich halt so, läuft. Fahr ich mal durch.
Like und wurde Zweiter. Geil. So, habt ihr wieder Bild. So, also ich muss ja schon mal sagen, ist okay, wenn ich jetzt nicht wieder so eine Scheiße baue wie gerade, dann ja, es gibt auch Momente, wo ich im Training sogar meine Rückblenden so verkackt habe, denn ja, ich habe die einfach zweimal benutzt, weil ich einfach zweimal verkackt habe. Ja. Läuft bei mir. Mhm. Ist auch so ein bisschen unnötig, einfach im Qualifying oder Training. Oh, Trulli 13, 23. Läuft bei dir. Ich wette, jemand ist ausgeschieden. Glaube ich auch. Ist fucking unrealistisch, dass Trulli einfach so 23. wird. Trulli ist scheiße. Chantok. Oder Chantok, ja. Das ist die Eierne. Oder das Albers. Albers ist nochmal in ein Auto gestiegen und hat gedacht, komm, da peit man mit, das kann ich noch. Das kann ich noch. Nee, der Bernd Mailänder ist auf der Strecke und fällt jetzt mit. Ja, aber der wäre schneller als Trulli und Shantok. Ja, der ist ja auch momentan vor Shantok. Es sind jetzt 25. Es wird oben bloß nicht angezeigt. Ja, so. Das ist ein Grafikfehler. Zum Glück ist Taka Ione nicht auf der Strecke. Der wäre sofort in Mailänder reingefahren. Oder reingelaufen, ja. Hat es Heidfeld nicht mal geschafft, das Safety Car abzuschießen? Ja, Brasilien 2002. Du meinst, Leute, denkt sich immer noch bei dem Moment, oh, Gott sei Dank bin ich nicht aus dem Wagen ausgestiegen. Mein Gut, er konnte ja auch nichts dafür. Er verbremst sich, ist es nasch. Was steht die Tür da auch offen? Also. Also, ich pack mal während des Rennens immer mal am Wagen. Ich meine, ich lasse, wenn ich mein Auto verlasse, lasse ich auch nicht einfach die Tür offen stehen. Du nicht? Nein. Sagt der denn immer, mal ansatzweise hinter die Pedale kommt. Also. Meinst du, weil ich jeden anderen abschießen würde oder weil ich noch zu jung bin? Beides. Ja. Ich gehe davon aus, dass du noch schlimmer fahren würdest als Franz. Was schon technisch fast nicht möglich ist, aber. Doch, du schaffst das. Ich weiß wenigstens, was rechts und links ist. Ja. Was ist denn rechts? Rechts ist da, wo der Daumen nach links zeigt. Oh, sogar richtig. Wahnsinn. Ja. Und wo fährst du hin, wenn, wenn du eine Frau als Beifahrerin hast und die sagt, jetzt rechts abbiegen? Das ist eine gute Frage. Ganz einfach, dann fährst du dahin, wo sie hin zeigt, also nach links. Klingt logisch. Aber was, wenn sie nirgendwo hin zeigt? Dann fährst du geradeaus. Einfach das machen, nach links. Einfach nicht das machen, was sie sagt. Eben. Gut. Das ist immer das Geile. Das ist, wenn du. Manche Frauen sind normal, aber bei anderen gibt's halt, die zeigen nach links und sagen, du musst hier rechts abbiegen. Sehr gut. Ja, oh mein Gott. Wir sind in der letzten Runde und Patrick führt tatsächlich noch. Also es noch. Und Rulli ist tatsächlich nicht letzter. Es ist ziemlich wenig passiert. Außer jetzt, dass ich mich ein paar Mal abgeschossen habe, aber das lassen wir mal so, ja, so im Hintergrund, so wie die Chris Benoit-Geschichte bei der WWE, aber okay. Ja, läuft auch. Wen? Nix. Wen hast du? Ich habe den Namen nicht verstanden. Chris Benoit. Wer ist das? Kenn ich nicht. Gibt's auch nicht. Ja. Gibt's nicht mehr. Hab ich vergessen. Hat der mal bei der WWE gearbeitet oder so? Ich meine schon. Wo war der? Production Booth? Irgendwie hat er was geschnitten oder? War Main Eventer. War Main Eventer, aha. Hat er irgendwas? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Zwie Hulk Hogan, wer? I'm not a racist. Oder? Nigger. Oder wie hieß nochmal dieser Typ, der da, vom Käfig geflogen ist? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich glaube, der hieß irgendwie so mit Jim Luca oder irgendwie so. Ja, Jim. Wahrscheinlich hieß er einfach Ernst oder Franz, keine Ahnung. Ernst oder Franz. Oh mein Gott.
He did it, yeah, jetzt seid ihr dran. Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Er hieß Ownhart. Ja, genau, natürlich, genau. Der flog von der Decke. Wow. Ownhart wird durchgestrichen. Boah. Leo Ziel! Und Alguersuari, wer ist Zehnter? Komm, bitte Chantok. Chantok. Sitzt nicht. Della Rosa. Petrov. Wo ist Chantok? Barrichello. Kubica. Vettel. Buemi. Blimey. Weber. Sutil. Schumacher. Senna. Hamilton. Glock. Oh. Ja, Chantok. Mein Chantok ist letzter. Die große Überraschung. Yay, wir haben Rosberg überholt. Massa ist der Nächste. Hamilton, ganz gut. Aber ganz ehrlich, also ich sag, Chantok wird Weltmeister. Ja. Mit 0 Punkten. Natürlich. Ja. So, Qualifying wäre 20. Wenn ihr das Rennen richtig rumfährt, fährt Chantok andersherum. Wer im Rennen 18, auch haben wir auch ganz knapp geschafft. Ganz, ganz knapp. Klonk! Ah, Level 11. Ich will mir klatschen. Ah. Erstmal hinsetzen. Ah, und schön scheißen gehen. Denken Sie über den Fahrertitel nach. Ich würde die Mitte jetzt nehmen. Bei der aktuellen Performance des Autos ist TE möglich. Stimmt, wenn wir einen anderen Fahrer hätten. Geht ihr Team motiviert in das Rennen? Nein, wir weinen und wir brennen unser Auto jedes Mal vorher an, um hoffen, dass wir es überstehen. Das ist meine Antwort. Was sind das für Scheißfragen? Hallo, Max hat das schon Wird für mich Ihr Antwort. Wagen im nächsten Rennen auch den Motor anlassen und auf der Strecke fahren? Die Entscheidung über das Cockpit für die nächste Saison gefallen. Someone left the phone in my cockpit! Ja, also, wir haben uns alle im Pool zusammengesessen, haben die Eier ein bisschen schaukeln lassen. Was wir dann gesagt haben, das sag ich Ihnen jetzt nicht. So, jetzt sind wir in Budapest. Gut, dass Flavio Briatore nichts drin zu tun hat. Dem möchte ich nicht ins Pool reingehen. Ja. Wobei, hättest du immer eine Lady nebendran. Ja gut, aber ich hätte auch Flavio. Das ist ein großer Minuspunkt. Du hättest Flavio, der seine Eier schaukelt und Viagra einnimmt. Das wäre doch super. Ja. Wer will das nicht? Ich heb gerade meine Hand da so. Ich auch. So. Gut. Patrick anscheinend nicht, er liebt das. Ich wink mit meiner Hand. Ja, ist klar. Seht ihr doch. Ja, wir sehen vieles. Vor allem, dass deine Hand Auf- und Abbewegung macht. Allerdings untenrum. So. Ich bin DDP. Warte, ich kann Nein, bist du nicht. Okay. Bin ich nicht. Nein. Immer geklärt. Alles klar. Du bist Colin Delaney, bist du. Okay. Mit diesen Worten würde ich diese Folge beenden. Ich würde aber sagen, dass wir mit dieser Folge beenden. Stoppt den Walfang.